Eine Begegnung sollte sein Leben verändern. Das war 1955. Das Jahr 1955 ging dem Ende entgegen. Es muss in den ersten Dezembertagen gewesen sein. Im Berett war nichts los, sodass der Junge um Mitternacht aufbrach. Er stieg die Treppe nach oben, als ihm auf der Treppe ein Mädchen entgegenkam. Sie war jung, vielleicht gerade erst 16, und sehr schön. Ihre Schönheit war ohne Koketterie. Das Mädchen wirkte behutsam, ganz in sich selbst bleibend, wie sie die Treppe langsam nach unten stieg. Sie lächelte ihn im Vorübergehen flüchtig an. Sie hatte große, etwas schräg stehende Augen, die ihrem ovalen, bleichen Gesicht etwas vom Wesen einer Katze verliehen. Kann sein, dass sie sich noch einmal kurz zu dem Jungen umwandte. Jedenfalls hielt er inne, wartete einen Moment und ging die Treppe wieder hinunter. Er sollte bleiben. Für Jahrzehnte. Sie sind immer noch zusammen. Sofort tanzten sie eng zusammen. Sie trafen sich täglich und es sollten nur 3 Wochen vergehen, bis sie aufbrachen. In der Silvesternacht saßen sie, die Arme umeinander gelegt, neben dem Fahrer in einem Fernlaster in Richtung München, schauten vor sich auf die vereiste Straße, durch die einen endlos erscheinenden Tunnel führte. Die Zweige der Bäume bildeten ein gefrorenes, vom Schnee bedecktes Dach und der immer gleichbleibende, ferne Punkt, dort wo die Straße zu enden schien und ihre seitlichen Ränder zusammenfielen, versprachen ein zukünftiges Glück. Mit leichtem Gepäck und wenig Geld in der Tasche, zu leicht gekleidet für die plötzlich einbrechende Kälte, mit 15 Minusgrad, mit einer Adresse von einem Mädchen in der Tasche, die irgendjemand ihnen gab. Die Reise hatten sie bedenkenlos angetreten, auch später, als sie in Schneeverwehungen stecken blieben und eine Karawane von Fernlastern die eisbedeckte Straße blockierte, kam es ihnen nicht in den Sinn, dass ihr Unternehmen vielleicht überstürzt sein könnte. Das Chaos im Schnee, die durchdringende Kälte und sie inmitten der verhandelnden, durcheinander schreienden Fahrer im Scheinwerferlicht schienen ihnen angemessen zu sein. Winker gehörte zum Ensemble des Theaters 53, einer kleinen Experimentierbühne, die der Regisseur Markus Scholz leitete. Sie spielte in einem von Scholz dramatisierten Stück nach Alfred Heyes »Das Mädchen auf der Via Flaminia«, bekam zudem von ihm Schauspielunterricht. An dem Abend, als sie sich kennenlernten, kamen sie von dort. Nach der Vorstellung habe sie noch Lust zu tanzen gehabt, sagte sie. Wie alt bist du? Fragte er sie. Und da sie ihm für ein so freies Umherschwirren in der Nacht noch sehr jung erschien, schätze, 16? Sie nickte und lächelte ihn an. Erst viel später, anlässlich ihrer Heirat, sie lebten da schon 3 Jahre zusammen, stellte er fest, dass sie 3 Jahre älter war. Fast in seinem Alter auch. Warum sollte ich das korrigieren, meinte sie beiläufig und lachte. Winker wirkte immer jünger, als sie war. Es lag nicht nur an ihrer mädchenhaften Figur, sie wirkte oft schwebend, als befände sie sich außerhalb der Geschehnisse. Sie setzte keine Masken ein. Obwohl sie eher schüchtern war, wirkte sie auf einige Menschen provokativ. Ihr Wesen war es auch unergründlich, lag ungeschützt zutage. Das machte sie angreifbar. In München entdeckte sie die Mieterin hinter dem Kleiderschrank. Sie mussten die beiden gehört haben, drohte mit der Sittenpolizei, wenn sie nicht sofort verschwenden. Das Mädchen Carola hieß sie, die sie in ihrem schlauchartigen Zimmer aufgenommen und ihnen auf dem Fußboden ein Schlaflager hergerichtet hatte, kam nun selbst in Bedrängnis, was sie mehr bekümmerte als ihr eigener Rauswurf. Jede Nacht waren sie auf einer anderen Fete und wenn sie vom Tanzen erschöpft waren, es hieß damals Fete, nicht Praktik, schlossen sie sich neuen Freunden an, die ihnen anboten, bei ihnen zu übernachten. Doch nicht immer glückte das und sie irrten herum, bis sie ein billiges Hotel fanden, meist einen Schlafplatz in heruntergekommenen Absteigen. Einmal, als sie in der nächtlichen Eiseskälte gar nicht mehr wussten, wohin, ging sie noch einmal zu Carola in der Hoffnung, dort unbemerkt ins Zimmer zu schlüpfen zu können. Doch die Wirtin fing sie ab, besah ihren halb erfrorenen Zustand, forderte sie darauf auf, sich zu setzen, machte mitten in der Nacht eine Suppe warm und servierte sie mit Butterschnitten. Nun war sie es, die ihnen ein Lager herrichtete, allerdings nicht ohne ihnen heftige Vorwürfe zu machen,
dass sie in der Weltgeschichte herumstreunten, dass es ihr unbegreiflich wäre, wie Eltern so etwas zulassen könnten. Es sind doch noch halbe Kinder, wiederholte sie immerfort. Jazzkneipen gab es mehrere in Schwaben. Pinker tanzte jedoch kein Rock'n'Roll. Sie ließ sich führen, dem autoritären, ineinandergreifenden Formenkanon, geführt vom Mann, verweigerte sie sich. Sie löste sich und erfand mit weichen, fließenden Drehungen ihren eigenen Stil. Und er umtanzte sie, immer neue Tanzfiguren erfindend. Sie gewannen sogar einen Preis. In einer Clique von Kunststudenten fiel ihnen ein Junge mit störrischem Buschelkopf auf. Sein Tweedmantel berührte den Boden und ein roter 2-Meter-Schal war um seinen Schal geschlungen. Er war ein paar Jahre älter als sie. Er brach des Öfteren in ein befreiendes Lachen aus und machte immer treffende Bemerkungen. Die Gruppe wollte in ein anderes Lokal. Der Junge und das Mädchen schlossen sich auf einen Wink dieses Jungen, den sie Vögel nannten, an. Kommt doch mit uns, wir gehen zu einem anderen Laden, wo mehr los ist, rief er ihnen zu. Die Gruppe führte die beiden durch dunkle Gassen, der gefrorene Schnee knirschte unter ihren Füßen, die Gastlaternen beleuchteten nur schwarze Fassaden. Die Gegend wurde immer trostloser. Wieder einmal wanderten sie durch die Nacht. Die Straßen, in die sie immer aufs Neue einbogen, wollten kein Ende nehmen und des Jungen Aufmerksamkeit war so geschärft, dass selbst belanglose Vorkommnisse zum Drama wurden. Es war, als würde die Nacht alle Geschehnisse deutlicher hervorbringen. Pinker zog der Junge, sie in der Hand haltend, hinter sich her. Sie blickte mit aufgerissenen Augen umher wie ein Kind, das schlaftrunken hellwach war. Im Vorübergehen sahen sie in einer Parterrewohnung zwei muskulöse Männer in Unterhemden an einem Tisch einander gegenüber sitzen, ihre Köpfe schwer wie Eisen, in ihren Händen abgestürzt. Sie starrten mit bohrenden Blicken aneinander vorbei. Vor ihnen standen geleerte Flaschen. Eine Frau im Unterrock, hinter einem der sitzenden Männer stehend, ihn an der Schulter umklammernd, das wirre Haar lose herabhängend, versuchte seine Starre aufzulösen, indem sie in sein Ohr biss. Die gebeugte Gestalt in ihrem Versuch, dem Mann eine Reaktion abzufordern, gab der Szene etwas Aussichtsloses. Eine zweite Frau im Hintergrund, auch sie halbnackt, lachte.